herzlich willkommen zum ersten Spieltag der IPL. Wir haben eine neue Liga auf dem Zweitkanal und für die Leute, die wieder Bock auf ein bisschen Liga-Content haben, wir haben ja ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Gebracht, aber wir werden hier ein bisschen Pokémon bringen. Wir spielen gegen Flipper. Ich habe keine Ankündigung gemacht oder so, dann kommt das hier relativ überraschend. Ich hoffe, euch freut's. Wird ein schwieriges Match. Ich werde auch keine Teambuildings machen. Ich werde euch den Poképaste-Link einmal unten in die Beschreibung hauen, wenn ihr mein Team, was ich heute habe, einmal ja, sehen möchtet quasi. Ich bin gespannt. Wird interesting. So, Gegnersuche läuft. Ihr seht schon mein Team. Wir haben ein paar neue Pokémon, die man noch nicht auf meinem Kanal... Generell, ich habe abgesehen, glaube ich... Habe ich Lashokin mal gespielt? Ich habe Lamos gespielt. Wir haben einen Gegner. So. Und wir haben den Flipper gefunden, ne? Und dann muss ich einmal, damit ich es nicht verpasse, gleich mal das Snipping Tool aktivieren. Der hat... Snipping Tool, wo bist du? Ach, hier. So. Er hat tatsächlich Stuff dabei, wo ich dachte, so, ich weiß nicht, ob er es mitnimmt. So Polaros zum Beispiel, aber wir nehmen alles ernst. Mit was könnte er leaden? Er könnte halt mit Regieleki leaden, um halt erstmal, keine Ahnung, Voltswitch rauszukriegen, weil wir keinen Groundmon haben, das ihn natürlich wahrscheinlich freut. Deswegen wir leaden mit Meowscara, weil wir damit definitiv eine U-Turn rausbekommen und schneller sind als das Regieleki. Deswegen extra Schal auf dem Ding, damit ich zumindest ein Mon habe, was schneller ist. Wir haben noch ein paar Sekündchen, ich nutze die Zeit mal noch ganz kurz. Wir haben halt Majin Buu drin, der das so ein bisschen versucht zu checken, weil das Ding ist, ich habe Alola Dictree in diesem Matchup echt nicht unbedingt gesehen. Und deswegen dachte ich, nee, wir gucken mal, ob wir lieber ein bisschen anderen Stuff mit dem. Er hat potenziell als Rocker auch nur Garchomp bei und kann die Rocks halt mit Eliki tatsächlich auch wieder wegspinnen oder halt natürlich mit Fiaro kann das defoggen. Fiaro hatte, glaube ich, noch defog, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen rein. Huh! So, habe ich alles da. Ich habe alles da. Der Kalk ist offen. Wir holen mal direkt Meowscara rein. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall schneller als ein Regieleki, wenn es Fullspeed ist. Oh. 255 ist natürlich falsch. Und er leadet tatsächlich damit. Das ist cool, weil das heißt, wir kriegen direkt einmal Chip drauf. Und das nehmen wir natürlich. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ja, ein Flower Trick kann halt prinzipiell natürlich schon. Aber wir machen mit einer U-Turn so viel. Ich will mir noch nicht zu viel Schaden hier drauf fressen. Wir werden jetzt zeigen, dass wir Scarf sind. Wenn er jetzt schneller ist, spielt er Scarf Eliki. Aber da sehe ich eher weniger. Ne, er ruft straight zurück. Okay, geht dann Molar. Molar wäre risky, weil ich hätte ja Flower Tricken können. Flame for you. Okay, das ist Fiaro. Das heißt, hat er Flame Buddy? Also spielt das. Er hat es natürlich, aber also kann es haben, sagen wir so. Wenn ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt nicht triggert. Okay, tut es zumindest nicht. Das ist schon mal gut. Wir haben Fiaro. Das Problem ist, wir haben zwar einen Counter für Fiaro im Falle von dem guten, wer heißt der? Chubby. Aber das Problem ist, der kann den halt nicht hitten. Deswegen gehen wir jetzt einmal in Denji. Denn, weiß jetzt nicht, er könnte jetzt natürlich Willown. Aber ich weiß nicht, ob er das möchte. Deswegen gehe ich auf eine Felsaxt. Felsaxt würde halt Straight Rocks rausholen, würde aber Molar reinbaiten. Und, will ich das risken? Oder wir gehen nochmal auf eine U-Turn. Wir gehen nochmal auf eine U-Turn. Ich glaube nämlich, da wird halt safe so Molar reinkommen. Und mit einer U-Turn machen wir gut Schaden. Weil er wird hier nicht drin bleiben. Weil dadurch durch den Rock-Type kann er uns halt auch nicht gut hitten. Willow wäre natürlich blöd. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er drin bleiben will. Der denkt, ich werde jetzt Felsaxt drücken. Das Ding hat einen Signature-Move. Ja, er ruft zurück und wir kriegen wieder eine U-Turn raus. Das ist schon mal gar nicht mal so bad. Fischklaus. Da kommt auch Fischklaus rein. Und das ist Molar. Der wird wahrscheinlich auch einen Beulenhelm tragen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das macht ganz passablen Schaden. Da ist der Beulenhelm. Das war zu erwarten. Was wiederum heißt, wir können eigentlich jetzt, ich würde sagen, in Aguilera gehen. Und dann holen wir ein bisschen den Genie raus, denn wir lassen jetzt den Genie aus der Bottle. Denn da fehlt ihm so ein bisschen der Switch-In. Denn Moonblast, der tut allem weh. Dementsprechend, Moonblast mir da rein. Und jetzt haben wir einmal Aguilera. Ich weiß nicht, ich mag das Ding vom Design nicht wirklich. Ich hoffe, ich lerne es mit der Liga tatsächlich ein bisschen mehr lieben. Aber, weiß nicht, es ist doch mal eine coole Fairy. So, warum soll ich Pixie oder Felinara oder so ein Bullshit spielen, wenn ich Aguilera spielen kann? Jetzt Genie in a Bottle.
Rub it the right way. SV Kalte Hü. Okay. Kalte Hü. Okay, das ist der Assault Vest. Moon Blasto. Und das ist Assault Vest. Aber das ist sowas von Assault Vest. Das heißt, wir können aber in den Broking gehen. Wir gehen in Broking und ich merke halt jetzt, dass das Ding ein Auge zu und eins offen hat. Ist mir nie aufgefallen, ne? So, Aguilera kommt jetzt erstmal zurück. Das Ding ist Assault Vested, aber sowas von. Und Risiko. Okay. Hat er gerade keinen Rückstoß bekommen? Ich muss mal kurz was gucken. Gibt es ein Item, was das verhindert? Ich glaube nicht. Oder hat der einfach gerade eine Fähigkeit, die ich einfach... Polaros? Nee, Helles Vian. Der hat nur eine. Oder der hat gerade Return bekommen und ich weiß es einfach nur nicht. Aber wir gehen auf eine eisige Stimmung. Und er geht nochmal auf den Risikotackle. Okay, nee, er hat doch ein bisschen Rückschuss bekommen. Ich habe es gerade einfach nur, weil es zu schnell geskippt war. Wir erzählen einen schlechten Witz, der nicht besonders gut ankommt. Natürlich erhöht das seine Verteidigung. Das ist mir klar, by the way. Und der ist, by the way, natürlich auch schneller als ein Slowbro. Wir haben einen Speed-Type-Print, weil man da keinen Invest hat. Aber, killt Nahkampf in der Theorie? Jetzt nicht mehr. Der hat eine gute Death, der hat gute KP. Das wird auf jeden Fall mit. Können wir mit Nyanskara gegen. Wie lange habe ich? Glastria. 30 Sekunden. Der wird Full KP sein. Und wie gesagt, ich rechne mit Assault Vest. Flower Trick. Quickbreak macht ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier rein, weil vielleicht ist er auch gechoiced, deswegen, oder es war halt wahrscheinlich einfach sein bester Move, den er prinzipiell hat. Und komm, wir gehen jetzt einmal auf eine Felsaxt für die Rocks. Für die Rocks auf die Felsaxt. Wie gesagt, der Schnee ist natürlich gut für Polaros, einfach weil es halt die Verteidigung von dem Ding normal erhöht. Das heißt, physisch wird das Ding sehr, sehr schwierig zu breaken. Aber er ruft zurück, wahrscheinlich wieder ein Mauler. Fischklaus, genau, und jetzt kriegen wir zumindest einmal die Rocks raus. Natürlich fressen wir jetzt nochmal. Oh, macht sehr, sehr guten Schaden dafür, dass es halt Dings ist. Aber da liegen Steinchen. Und das ist doch schön, einen Mond zu haben, dass die Steine immer so rausgehen. Jetzt gehen wir wieder in Broking. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass jetzt einfach nur ein Wish kommt. Und die Rocks sind schon mal nett. Und das Ding ist, das wird jetzt halt safe auf Wish gehen. Staffette Steak, okay. Straight auf eine Staffette. Ich meine, ich kann jetzt prinzipiell dann wieder rausgehen, weil Eliki halt kommen wird, ne? Eliki ist jetzt halt offensichtlich. Und das ist jetzt in der Hinsicht kacke, weil er dann for free auf einen V-Switch gehen kann, weil er weiß, dass ich da nicht drin bleiben kann. Ich rechne halt mit einem Special Attacker. Wahrscheinlich Modest sogar. Da ist das Ding. Das macht halt leider gegen Nyanskara. Er kriegt halt ein bisschen Chip. Und jetzt ist die Frage, gehen wir einmal in Majin Buu? Komm, wir gehen jetzt einmal in Majin Buu. Wir haben eine Antwort gegen das Knackrack. Deswegen können wir da reingehen. Epitaph ist ein bisschen nervig. Wie gesagt, ich sehe tatsächlich Schlaraffel sehr, sehr gut in dem Match, wenn Epitaph weg ist. Das Problem ist, ich habe halt Rest Talk gebraucht, dann musste ich mich für zwei Moves entscheiden. Und sonst hätte ich ein Problem gegen Cesurio gehabt. Deswegen dachte ich, Epitaph ohne Zornesfaust geht noch. Wir haben gute Antworten dagegen, deswegen müssen wir auf jeden Fall Aguilera behalten. Es wird safe ein V-Switch kommen und dann können wir einmal gucken, wie viel Schaden das tatsächlich gegen Mack macht. Wenn er Modest Life Orb ist, der hat doch das Ding bei Blitzkanone. Okay. Blitzkanone?
Level-Schaden drücken, ne? Also wir gehen auf den Gift-Heap, weil wenn Mauler kommt, ich nehme da gerne Gift drauf tatsächlich. Also ich nehme Gift drauf. Ne, ich nehme aber wirklich gerne ein Gift auf Aloma Mauler. Ich meine, 50%. Und ich verstehe es vielleicht wegen der 100% Para. Aber ich weiß nicht, ob der noch nicht der Donner der Play war. Wie viel Genauigkeit oder wie viel Stärke hat jetzt Kanone? 100? Oder gibt es einen Grund, Blitzkanone zu spielen? Ich meine, es gibt halt hier das Item, das eigentlich ja den Speed erhöht, wenn man eine Attacke nicht trifft. Aber das braucht Eliki halt nicht. Und Poison Jab, wir haben sowohl Poison Jab Gift als auch Giftgriff Fähigkeit. Das heißt, wir haben jetzt keine Ahnung. Magnetfluch? Gift. Danke. Fehlt der Shadow Sneak? Mag nimmt gerade auch ohne Witz das komplette Ding ein. Also ich gehe jetzt auf den Shadow Sneak. Kann Slimog Erdbeben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das jetzt mal nach. Moment, por favor. Killt das? Oh, close nicht. Aber wenn er reinkommt, ist er dead. Und Blitzkanone trifft nicht. Er trifft wieder nicht. Okay. Eliki ist weg. I mean, I take it. Slimog kriegt seinen ersten Kill. Slimog holt First Blood in meinem Team. Gibt einen Grund, warum ich den immer übers Grundtag picken wollte, der mir immer weggepickt wurde. Kein Wunder, habe ich den jetzt so früh gepickt. Aber okay, Eliki ist weg. Das ist super gut für Slowbro. Das ist super gut für Slowbro. Und ich verstehe es nicht, aber ich nehme es, ne? Also so ist nicht. Jetzt muss halt Knackrack reinkommen. Weil obviously muss da Knackrack reinkommen. Und ich bin dann mal überlegen, ob ich einfach straight tatsächlich es riskiere. Aber eigentlich ist Aguilera ein sehr, sehr guter Switch, weil er wird ja eigentlich nicht auf... Wenn, dann legt er selber Rocks. Das juckt Aguilera nicht. Und dann kann ich halt Tintwer wieder auf den Moonblast gehen, weil irgendwann mit den Rocks, und ich gehe halt von einem Assault Vest Polaros aus, jetzt, wo die Rocks liegen, hat er nicht so viele Antworten gegen meinen Moonblast. Da ist Kalten Du straight. Straight hier rein. Da, ja, ist der Schaden. Und mein Slowbro ist halt da prinzipiell voll und wir gehen da jetzt halt auch einmal rein. Weil Slimog ist eigentlich noch ganz nett. Gerade mit dem Gift. Fuchtler. Ist er jetzt schon verwirrt? Ist er. Das heißt, in Theorie müsste er als Mauler kommen. Kreuzschere ist super strong. Ich könnte natürlich jetzt auf... Wobei, wenn er Mauler ist, ich gehe zurück in Broking. Ich will gar nicht U-Turn, ich habe keinen Bock mehr auf weiteren Dings zu fressen. Ich will sehr klicken. Mauler kann meines Wissens nach keinen Abschlag mehr, es kann kein Toxic mehr. Ich krieg halt einmal Rocks und dann gehen wir jetzt einmal auf den Seher. Für ein bisschen Chip. Stoffette ist komplett okay. Wir kriegen jetzt einmal raus. Was könnte jetzt reinkommen? Wahrscheinlich Epitaph. Und Gott bewahre, den nehme ich. Ich habe sogar eine Buleo-Berry wegen Zizuru drauf gehabt und auch den Focus Blast. Hat Epitaph... Was hat Epitaph noch für einen Geist-Move? Außer Zornesfaust. Nachtnebel? Der war gut. Dunkelklaue ist der beste, den er anspielen kann, yo. Oder...
Phantomkraft ist noch ein Play. Ja, und das war's. Sonst könnte er Dark Moves spielen, aber der hat auch sowas wie Knock nicht. Das heißt, Annihilate. Das ist Annihilate. Nehmen wir den Worst Case Adamant, aber nicht mit Rage Fist, sondern mit Shadow Claw. Macht der gegen Broking 50% ungefähr. Dann gehen wir auf eine eisige Stimmung. Okay, U-Turn. Das ist okay. Krieg ich eine Switch Advantage und Chip. Und den Chip nehme ich, weil jetzt kann ich mir raussuchen, in den wir gehen. Fischklaus kommt wieder rein. Das heißt, wir können jetzt einfach in Aguilera gehen und den Genie wieder rauslassen, weil wir erzählen wieder einen schlechten Witz. Ich fühle mich langsam wirklich wie Bene. Ich meine, Bene wird das nicht sehen, aber Lazarus King ist so das Bene-Mann. Der hat auch immer schlechte Witze erzählt in der letzten Liga, als wir noch zusammen waren. Ja, und dann gehen wir, würde ich sagen, in Aguilera. Ich sehe kein Problem. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf eine Mondgewalt und machen dem Ding ordentlich Schaden. Weil er kann zwar wieder Staffette klicken und Protected, okay. Lefties? Ne, stimmt, warte mal, Boinghand, was laber ich? Safe hat sich jemand. Guck mal, der Seher kommt. Der geht sogar durch. Oder er wollte einfach auf Dämon hier den Seher fressen. Aber dann muss er jetzt hart auswechseln. Dann muss er jetzt hart in Fiaro gehen. Sonst died das Mon jetzt an dem Moonblast. Können wir mal kurz darüber reden, wie unfassbar gut Felsaxt als Attacke ist? Ich meine, mit Sharpness als Fähigkeit von Axanthor einfach einen offensiven Move der Rocks rausholt auf einem 135er Attackmon. Okay, ruft zurück, hart. Ich komme wahrscheinlich wieder Fiaro. Ne, er geht in sein Pferdchen. Das heißt, das Pferdchen ist jetzt bye-bye. Und damit bekommt Aguilera auch noch den ersten Kill. Und Pferdchen ist weg. Das Ding ist, er kann eigentlich nur in Fiaro gehen. Und Fiaro macht jetzt auch nicht straight so krass viel Schaden. Der hat Boots, oder? Ja, der hat Boots. Ja, ich. Ich guess, ich gehe in Slowbro. Ich sehe keinen Grund, nicht in Slowbro zu gehen. Er hat vor allem die U-Turn gefressen. Das heißt, er hat, wenn er doch Orkanschwingen fährt, keine Prio mehr. Das heißt, wir haben prinzipiell immer noch Slymog jetzt mit einem Shadow Sneak als Backup-Plan. Aber da, ich vermute, da kommt einfach ein Brave Bear. 381, nee, U-Turn, okay. Aber I guess selbst Epitaph juckt halt nicht. Sieben Tor wieder. Ja, und da kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen Chip. Der macht immer noch weniger als selbst eine U-Turn oder eine Geistattacke. Eine U-Turn will ich hier definitiv nicht drin bleiben. Ich meine, ich könnte jetzt in den gehen, aber das bringt mir halt absolut nichts. Der bringt mir eigentlich auch nichts. Dann will ich mir vor allem noch ein bisschen aufbewahren wegen Fiaro. I guess wir gehen auf eine eisige Stimmung nochmal. Dunkelklau kommt jetzt, okay. 307, 206 Schaden gemacht. Das waren 52%, das heißt, das Ding ist höchstwahrscheinlich Adamant. Und jetzt kriegen wir halt Aguilera rein. Hat auch jetzt aufgehört zu schneien. Und ja, wir können jetzt auf den Moonblast gehen und dann würde halt Fiaro prinzipiell wieder reinkommen. Das ist mir überlegen, ob wir von Matschbombe. Ja, wir gehen einfach auf den Moonblast. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren erstmal. Wir haben noch genug Mons, dass wir da einfach Damage drücken können.
Haben bisher nur U-Turn von Fiaro gesehen, glaube ich, ne? Ich glaube nur U-Turn. Alter, stell dir mal Xanto mit Turbofelsen vor. Gott, wäre das geil. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel verlangt. Kann ich oben eigentlich, wenn ich mal kurz meine Facecam wegmache, die Zeit sehen? Ich weiß es nicht. Am besten wäre es mir, wenn der raus. Wenn der weg ist, dann gewinnt Schlaraffel. Also wirklich, dann gewinnt höchstwahrscheinlich Schlaraffel. Flame for you kommt wieder, ja. Kriegt jetzt ein bisschen Chip von dem Moonblast. Das ist guter Chip. Will ich es risken und auf eine Erdkräfte gehen oder auf eine Matschbomber? Wenn ich einmal drin, also wir outspeeden eh alles, ne? Komm, fuck it, wir gehen auf Erdkräfte, ich hab Bock. Ich predicte das Roost. Der muss doch damit rennen, dass ich jetzt auswechsel, deswegen komm, geh auf Ruhrort. Geh auf den Ruhrort. Komm schon, gib mir diesen einen Predict. Geh auf Ruhrort, einfach um dich hochzuheilen. Und da kommen die Erdkräfte, Kinders. Und das macht jetzt sehr, sehr gut Schaden, würde ich mal sagen. Das macht in der Tat sehr guten Schaden. Und noch ein Special Death Drop. Ja, jetzt können wir einfach auf eine Matschbombe gehen. Da war wichtig. Der Drop war natürlich lucky. Aber ja, wir können jetzt einfach auch. Also, der kann jetzt natürlich auswechseln und frisst sich dann halt auf irgendwas eine Matschbombe. Knackra könnte immer noch Scarf sein. Ich habe noch keinen Scarfer gesehen. Annihilate hat. Hat der Annihilate gescarft? Annihilate könnte in der Theorie auch noch Scarf sein. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, U-Turn habe ich gesehen und Dunkelklaue. Ja, und da kommt die Kehrtwende. Das heißt, das macht halt nichts. Und wir kriegen jetzt vielleicht ein Gift auf irgendwas. Und das nehme ich in der Tat. Wenn da jetzt Annihilate reinkommt, das wird nicht kommen. So, der muss doch dann rennen, wenn er auf den Moonblast geht. Der muss doch. Knackra? Hallo, Momolo. Kriegen wir auch noch ein Gift? Nee, aber wir können auf Mondgewalt gehen. So, er kann natürlich gerne protecten, wenn er möchte. Soll dann Turn raus, aber das juckt das Ding halt nicht. Das ist so unfassbar hässlich. Das triggert mich selbst beim Spielen. Gott. Aber wie gesagt, gebe Mons gerne eine Chance. Vielleicht überzeugt mich die Schlangenfrau ja und haut mich voll aus den Latschen. Aber Moonblast claimt jetzt einen Kill. Er kann gerne, wie gesagt, protecten oder sowas. Moonblast claimt jetzt einen Kill. Egal, was reinkommt oder drin bleibt. Ja, und damit ist der Fisch weg. Fisch ist weg und das Problem ist, was jetzt reinkommt, muss ja Scarf sein. Ich meine, er kann Fiaro gehen und gucken, was ich eventuell mache. Talonflame ist das Ding. Wenn wir dem einmal den Flying-Type wegnehmen, kommt eine Earth-Power vom Schaden tatsächlich. Also entweder habe ich Min-Damage bekommen vorher, oder ich gehe eher davon aus, dass er halt bulky ist und KP Invest hat. Wenn er dann aber, wenn er Adamant ist, mit einem Brave Bird, Flame for you kommt rein. Selbst Adamant Brave Bird macht der nur ungefähr 50%. Ich weiß, ich gehe jetzt auf eine Matschbombe. Er ist ein Spezielles tatsächlich. Dann ist das komplett okay. Matschbombe kommt und ja, wir claimen noch einen Kill damit. So, und jetzt haben wir noch Knackrack und Annihilate. Einer könnte Scarf sein. Und es sieht mir doch danach aus, dass es der Boy hier ist.
Aber ich will es ehrlich gesagt noch nicht komplett riskieren, ne? Ich will es ehrlich gesagt noch nicht riskieren. Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich einfach drin bleiben, aber der killt mich halt, wenn er Dings ist. Und ich will mal gucken, ob wir da eventuell nicht vielleicht einen 6-0 rausholen können, ohne was zu risken natürlich. Aber er überlegt sehr, sehr lange. Wie gesagt, ich gehe von einem Adamant Scarf aus vielleicht. Ice Heat. Dann, okay. Aber you know what? Das Spiel kann man zu zweit spielen. Bist du Scarf? Du siehst ein Scarf aus. Und jetzt kriegst du einen Ice Heat selber ab. Der Heilmeister. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen, weil vielleicht ist das ein Beimeister. Freeze oder Gift? Ne, Rauhaut aber. Und Beulenhelm. Das Problem ist, Chubby und der können sich einfach nicht quatschen, das ist funny. Ich könnte jetzt natürlich, wir sind Scarf, ich könnte auf den Blumentrick gehen. Wir haben Beulenheim gesehen. Komm, geh auf den Erdbeben. Geh auf den Erdbeben. Gifty. Der war strong. Der Gifty war strong. Den lasse ich dir, ja. Dann nehmen wir jetzt einmal Mioscara. Dann rechne ich mit einem defensiven Garchomp. Wobei, wenn er Gift Heap hat, Full KP, Mioscara, Flower Trick ist ja immer ein Crit. Ich bin mir nicht sicher. Ich U-Turn einmal nochmal raus. Ich fresse mir zwar nochmal ein bisschen Schaden, aber ich habe keine Lust, dass der Flower Trick nicht killt. Weil ich brauche gleich Mioscara, brauche ich halt, ne? Weil da kommt jetzt wahrscheinlich nochmal. Shadow Sneak wäre eigentlich noch ganz nett. Safety first. Ich werde das jetzt relativ safe machen. Da kommt ein Gift, der wird nicht viel. Dann mach. Ich wollte gerade sagen, das war ein Crit, oder? Und Gift. Okay. Wir haben auch ein bisschen gelackt. Paar kleine Hexwaren rein. Dann gehen wir jetzt einmal nochmal auf. Don't know, eine Kehrtwende. Der wird schneller sein. Falls nicht, kommt jetzt gerne mal Annihilate rein. Bisschen über die Hälfte. Ja, der ist auf jeden Fall nicht physisch defensiv wahrscheinlich, aber auf jeden Fall Full KP. Poison Jab gegen Cleavor hat glaube ich ungefähr 60 KP gemacht, 17% Poison Jab. Na, vielleicht Jolly. Wir sind sogar schneller. Ja, gut. Dann, claimen wir mit Garchomp jetzt eben den Kill. Und er kann sich halt in der Theorie nicht in Dings locken. Wir gehen jetzt in Margin Buu. Und wir sollten einfach mal eine Runde Leftovers recovern. Jetzt mal gucken. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass er gescarft ist. Kriegen wir nochmal das Gift mit Sneak. Komm schon, gib mir Sneak. Dunkelklauer, geht tatsächlich da rein.
Das Ding ist, ich habe halt mit Chubby auch keinen Move, um ihn zu hitten, aber ich gewinne den Stall War, ne? Die Frage ist, will ich das? Komm. Ich bin ein Crit oder wenigstens Poison. Da, Crit, danke. Kein Poison, wieder Dunkelklaue. 118er ist Mack leider auch noch tot. Aber das ist okay, weil jetzt bist du auf jeden Fall in einer Range, wo wir in Nyauskara gehen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Nur um sicher zu gehen, dass ich nichts verkacke. Aber Pflanzenattacken sind gegen Geist normal. Okay, ich muss gerade safe nochmal nachgucken. Ich habe in den letzten Tagen viel zu viel damit gemacht. Wir gehen einmal auf den Blumentrick. Wir sind selber Scarf, er kann uns eh nicht killen. Wandlungskunst kommt, macht uns nur zum Glück Pflanze. Und das ist es. Ich wollte es am Ende safe runter spielen. Da wäre wahrscheinlich... Wahrscheinlich wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen, tatsächlich im Sinne von Differenz. Aber ich wollte da komplett safe spielen. Dementsprechend GG an Flipper. Ich habe das Fuchtler Polaros-Set ehrlich gesagt nicht so verstanden. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Vielleicht, wie gesagt, um Dings zu hitten, aber spielst du da nicht Erdbeben? Nein, Erdbeben kann das Ding ja meines Wissens nach. Aber ich nehme das, wir starten damit mit dem Sieg. Von dem her, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Format. Also mal gucken, wieder ein bisschen Battle. Ich mag mein Team tatsächlich. Von dem her schauen wir mal, was da eventuell möglich ist. Von dem her, ja, sieht man sich spätestens hoffentlich nächste Woche zum nächsten Spielteil. Bis dann.